Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Wieder mit dabei der Liquid Duck, grüß dich. Hi, servus. Ja, ich habe mal die Hilfe ausgeschaltet, das war ein Hinweis. Ich probiere es jetzt einfach mal, einfach diesen Hilfetext, dass er nicht die ganze Zeit im Weg ist. Ich hoffe, ich komme klar. Unsere Raumstation, wir haben jetzt länger schon nicht aufgenommen, habt Nachsicht mit mir, wenn ich mit der Steuerung noch nicht so firm bin, aber wir kriegen es wohl hoffentlich hin. Zuletzt haben wir ja Sprengarbeiten vorgenommen, die haben, naja, sagen wir mal, es war erfolgreich. Ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben gesprengt, das heißt, ich habe jetzt mal G gedrückt, Gott, das hat aber lang gedauert. Wo hast du eigentlich diese Bomben? Da unten, ein Sprengkopf genau. Ist das Ganze, gell? Richtig, richtig. Okay, dann würde ich mir auch mal einen Sprengkopf hier unten reinziehen. Wir sprengen jetzt weiter in der Hoffnung, dass, dass es gut geht, ne? Genau, dass wir unten irgendwann im Tunnelsystem von dem Asteroiden ankommen. Ja. So ein Versorgungsschacht. Du hast das Ding jetzt gesetzt, genau. So dass er ungefähr in Linie ist. Genau, alles klar. Ja, ich habe ihn einfach unter dem Beacon angesetzt und den dann nach unten so eine Reihe gezogen. Und die oberen dann entfernt, oder wie? Genau, ja. Sonst gibt es halt eine Explosion bis nach oben. Und ich würde mir auch gerne mal eine Waffe nehmen. Das ist ein Sturmgewehr. So. Genau. Okay. Darf ich? Ja, klar. Und Kimmelkorn. Was ist da weggeflogen? Das explodiert einfach. Nee, ich dachte, es wären Brocken nochmal von der Station irgendwie weggeflogen, aber ich kann mich auch geirrt haben. Jetzt nicht tiefer? Nee, gell? Noch nicht. Noch nicht, okay. Ich schätze die ja immer und du schießt einfach immer alles weiter. Alles klar. Ach, das sind einfach nur Brocken, die simuliert werden, die dann weggeschossen werden. Oh ja, es wird aber langsam. Wenn ich jetzt geschossen hätte, wäre natürlich blöd gewesen. Ich glaube, dann hätte die Station gefehlt. Ja. Aber es ist halt im Moment die schnellste Möglichkeit, soweit ich das sehe, gell? Ja, also normalerweise wollten wir es mit dem Bohrer machen. Ja, das hat das ja... Das Problem dabei ist allerdings, dass die ja so eine Umluft mittlerweile haben. Dass sie irgendwie die Funktion der Trägheitsdämpfer ein bisschen geändert haben. Hm. Dass es einfach fast unmöglich ist, das ganze Teil stabil zu halten. Einfach gerade nach unten zu bohren. Und ja, macht dann so halt am meisten Sinn im Moment noch. Ich denke, wenn wir dann auf das erste Höhlensystem stoßen, dann... Ich glaube, wir sind gerade an so einen Death Point angekommen. Wie, es sprengt sich nicht weiter? Jetzt geht's. Obwohl, ich glaube, ich komme... Du kannst nicht mehr erstmal in Blöcke setzen. Bevor du schießt, warte mal kurz. Ja. Ich flieg einfach mal rein. Du kannst ja mal drauf. Ist noch Platz drunter, okay. Jetzt hast du eventuell gesehen, dass die Steine auch nach unten gefallen sind. Nein, von mir aus nicht, nein. Aber ich sehe, dass die Sprengladung in der Luft schwebt. Genau, ja. Jetzt warte mal, lass uns doch mal probieren. Okay. Nee, ansonsten ziehen wir nachher mal eine Linie und versuchen mal einen Fixpunkt von oben zu ziehen, weißt du? Ich weiß nicht, wie weit die Sprengung geht. Wow, was da? Da hat was... Ah ja, alles klar, wow. Die Steine werden aber... Weißt du, wenn man jetzt eine, aus normalem Metall einfach eine Linie von oben nach unten zieht, hätte ich jetzt gesagt, und dann einfach auch gar nicht wegnimmt, sondern einfach den Fixpunkt hier ein bisschen höher jetzt ansetzt. Achso, ja, okay, klar. Achso, normalen Stahl oder... Ach, nicht Stahl, du weißt, was ich meine. Ja, das ist einfach genau so. Ganz genau, und jetzt gucken wir einfach mal, die Sprengladung muss noch tiefer, oder? Die ist nicht bis nach unten, also wir hatten... Wow, die... Ja, die geht nicht tiefer, die passt nicht. Da passt nicht noch. Da passt nichts dazwischen, gut, dann komm lieber wieder raus. Ja. Wie hast du mit F, hast du das Licht angemacht? Nee, wie hast du das? Mit L. L wie Lichter, ich hab's an, ja, genau. Ja, aber jetzt könntest du wahrscheinlich wieder ansetzen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, wobei es eigentlich noch keinen Unterschied macht. Wie das aussieht. Total. Wie so ein Bonbon. Ja, es ging ja nur, dass man den Fixpunkt tiefer hat. Mhm. Der Zahnstocher. Ich hoffe, wir treffen irgendwann mal auf was, ne? Wenn nicht, haben wir einfach eine Röhre quer durchgebohrt und, nutzen die dann... Waren der von drin gewesen? Ja. Also in einer der letzten Folgen, ja. Ja, warte, ich muss aber jetzt hier die oberen ja wieder wegmachen, ne? Ja, das könnte sonst ein bisschen... Ich weiß nicht, ob sich die Ladung... vervielfacht, indem es mehrere sind.
Kannst du mal probieren, 4 zu setzen? Weißt du, das war vielleicht, oder meinst du, der Radius wird zu groß? Ich würde es so lassen, weil so okay. Haben wir ja von der Wand dicke her, Radius her. Naja, aber es scheint sich was zu lösen. Zumindest fliegen hier immer Brocken, die... Es gibt ja, bei mir ist es halt hier die Steine, die schweben noch in der Luft. Okay. Jetzt fallen sie erst. Also ich muss immer nah ranfliegen. Damit sich das aktualisiert. Genau. Die Musik finde ich übrigens schön, die gerade im Hintergrund läuft, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen das triste Sprengen gerade machen. Aber gehört dazu. Willst du da bleiben? Ja. Aber das ist schon... Das wird echt cool. Ich glaube auch, ja. Also ich habe auch immer wieder, es kam ja bei euch wirklich sehr gut an da draußen. Ja, ich habe nicht gedacht, dass Space Engineers so ein gutes Feedback erhält. Ich habe jetzt gedacht, naja, es ist so ein bisschen speziell, gerade Weltraum und so Sachen ist ja nicht jedermanns. Also es gibt ja Leute, die mögen keinen Weltraum. Herr Daluka, zwinker, zwinker. aber also mir macht es beim Spielen unheimlich viel Spaß, weil man extrem kreativ sein kann und auch... Ach ja. Und auch die Möglichkeit, bewegliche Objekte zu bauen, also wie ein Raumschiff, was wirklich fliegt. Ich glaube, das macht es auch wirklich aus. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast einfach wirklich so viele Möglichkeiten. Selbst wenn du denkst, jetzt weiß ich so grob, was man alles bauen kann. Stimmt nicht. Es gibt immer mehr, als man selbst so Ideen hat. Ja, weil man halt wie cool. Diesen Fischertechnikkasten praktisch in die Hand bekommt und da frei in seiner Kreativität sein kann, so ein bisschen. Genau. Ja. Ah, da jetzt treffen wir auf was. Sehr geil. Siehst du, da ist schon ein Loch in der Wand. Okay, jetzt gucken wir ganz kurz mal hinter. Ne? Da. Ah ja, alles klar. Ich würde jetzt in das Loch reingeschwebt. Bin direkt vor dir. Nicht synchron? Ich stehe jetzt direkt vor deinem Gesicht. Jetzt bist du vor mir, ja. Alles klar. Aber ich sehe kein Loch in der Wand. Wo ich jetzt stehe? Nee, ich habe das schon gemerkt. Ich konnte, wenn du was gesprengt hast, muss man immer noch dreimal mit derselben Höhe sprengen. Und dann hat es bei mir erst aktualisiert. Okay. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, dass es tiefer wurde. Aber sozusagen. Jetzt setze ich nicht weiter drauf. Also das sprenge ich jetzt natürlich nicht. Genau. Okay, wir probieren es nochmal. Und pass auf, das Loch ist... Ich setze mal eine Sprengung, ja, weil wir können jetzt hier zu dem anderen Gang andocken, würde ich sagen. Weil hier, also für mich ist hier ein Loch. Ich fliege mal rein und für dich müsste ich ja jetzt verschwinden. Ich bin jetzt irgendwo... Ich fliege jetzt gegen Luft wahrscheinlich. Okay. Auf deinem Bildschirm. Ich kann hier nicht weiter. Wobei wir könnten... Ich setze jetzt einfach mal wild Ladung, weil ich finde, jetzt ist es vom Einflugswinkel schon fast... Oder soll man regelmäßig weiterspringen, wie wir es eben getan haben? Eigentlich wäre es ja schon wahrscheinlich schöner, wenn es dann so ein gerader Schacht ist, gell? Genau. Einfach, um es dann halt auch einen geraden Schacht runterbauen zu können. Nee, dann setz einfach nochmal eine Sprengladung, bitte. Oh, dunk. Ich denke, jetzt müsste es auch dann aktualisieren für mich. Also für mich geht's noch, ich kann jetzt hier, warte mal, ich kann ja mal, ne, warte mal, ich setz mal selber. Du könntest die jetzt auch noch tiefer wahrscheinlich setzen. Genau, ganz genau, das ist darum geht's. Bei mir ist die direkt am Boden. Ups. Nee. Ah doch, jetzt. Irgendwie ist so ein bisschen buggy, irgendwie flackert das bei mir hin und her. Doch, da ist doch... Jetzt. Gott, jetzt nehme ich die anderen weg. So, kurz zurück. Du siehst jetzt keine mehr wahrscheinlich, oder? Nö, ich sehe keine. Du kannst bei mir auch gerade schön aus dem Boden. Hast du das mitbekommen, die Explosion? Ich habe die Explosion gesehen. Aber ich sehe immer noch kein Loch. Also zu deiner Orientierung, jetzt ist hier noch ein kleines Stück Wand, das können wir noch wegnehmen. Wenn du nochmal kurz was dran setzt, oder vielleicht können wir auch nochmal ein... Ich kann ja nochmal... Okay, oder wir machen es so. Das ist jetzt deine Maximale? Das ist meine Maximale, ja. Ich habe übrigens die Steuerung auf Linie umgestellt. Das müsste ich ja jetzt eigentlich, wenn ich die 8 verwende, links festhalten, gell? Ja, genau. Alles klar. Ja, geht. So, jetzt setze ich am vorletzten an und halte rechts und ziehe nach so. Ist aber auf jeden Fall leichter, okay. Ja. Nee, es ist für mich auf jeden Fall leichter, weil das war ja ein Tipp, einer der Abonnenten macht doch auf Linie. Ja, jetzt haben wir freie Sicht. Nee, was ich sagen wollte, ist, mach mal die obersten, die ich nur setzen kann, nicht weg. Ah, meinst du weiterspringen? Okay, das können wir machen. Du siehst noch eine Wand. Der Boden, ja. Aber ich kann jetzt von außen sprennen. Also wir haben jetzt schon hier...
Okay, das ist jetzt das, was du siehst. Okay, ich spreng mal. Quatsch. Der oberste ist bei mir Press auf dem Boden. Ah ja, okay, das ist interessant. Okay, ich ziehe jetzt meine Linie wesentlich weiter. Und ruhig noch ein bisschen in den Astro. Ja gut, ich kann jetzt fast bis zur anderen Seite durchsprengen, aber jetzt wird's interessant. Jetzt gehe ich mal ein Stück zurück. Wo soll ich zünden? Oben oder unten? Ich zünd mal oben. Ja. Das sieht von mir sehr lustig aus, wenn du einfach so aus dem Boden immer drauf. Wow. Ah, wir sind ja tatsächlich durch. Ja, ja, freie Sicht zum Mittelmeer. Jetzt ist die Frage, jetzt, wie wir das hier weiter ausbauen, weil es geht von hier aus in jede Richtung. Aber ich denke mal, von den Sprengungen her können wir es jetzt fast lassen, oder? Oder wollen wir dich höhlen? Wollen wir ich würde sagen, hier die Wand, die noch vor mir ist. Ja. Die hier machen wir noch weg. Aber mir ist hier ein Loch drin, gell? Also das siehst du jetzt schon. Hier ist das Loch. Oder? Hier so. Ich stehe jetzt im Loch drin. Okay, ja, ja. Pass auf. Lass uns so mal. Ah, da. Ja, ja, das sehe ich. Das wir sprengen senkrecht durch, oder? Also wir ziehen jetzt nochmal eine lange Linie. Die dürfte ja nicht. Moment. Oh, Bombe. Entschuldigung für die Steuerung, aber ihr wisst ja, wir sind Profis. Oh, hast du schon gezogen? Ja. Yep. Ah, okay, gut, dann habe ich auch nochmal gezogen. Wir ziehen jetzt einfach mal die, diese Trägheitsdämpfer, diese Änderung, die sie gemacht haben. Ich ziehe jetzt auch nochmal hier von lang, wo ist grün? Du bist auf dem Boden, oder was? Ich, nee, nein, das nein, ging noch weiter. Okay, warte, ich ziehe die Linie. Upp, 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 nicht in die Richtung. Ja, ich überlege, ob wir das sozusagen nur bis hierhin machen. So, und dann hier, wo ich jetzt gerade. Okay, bei mir hängst jetzt, du wieder. Jetzt in konnte der Wand ich drin. Nicht setzen. Oh, Entschuldigung. Warte. So, jetzt. Jetzt habe ich gesetzt. Soll ich das einfach mal sprengen? Ja. Oh, ich habe Angst. Okay. Oh, da hat es mich. Oh Gott. Zum Glück gibt es keinen. Hat es mich voll in die Wand geplastert. Zum Glück haben wir eine Decke. Wollen wir eine Durchbohrung machen? Das hier sieht irgendwie komisch aus. Das ist die Frage. Sehr also komische Kanten. Es hat jetzt einen recht großen Raum hier drin. Mhm. Also jetzt haben wir so fast in jede Richtung. Ich denke, das können wir so lassen. Ja, ich also würde sagen, wir machen jetzt hier diese kleinen Zacken. Kann man noch mit dem Handbohrer ein bisschen eben machen. Die kleinen Zacken? Ich sehe gar nicht so großartig. Hier und hier oben, wo ich jetzt gerade bin. Ach da, das sehe ich gar nicht so. Ich kann ja mal so ein bisschen hier die Kanten verfeinern. Ui. Das tut gar nicht weh. Mama, Mama, er hat gar nicht gebohrt. Irgendwie funktioniert es nicht. Ja, ich denke mal, dass du die siehst, weil ich sehe auch keine. Das ist dann wahrscheinlich ein Fehler. Ja, ja, also wenn du da gerade, wo du stehst, Zacken siehst, sind keine. Willst du mal einen Reconnect probieren? Einer Zacke sozusagen. Nö, ich denke, das stört ja an sich nicht. Okay, okay, okay. Bin optisch für mich. Gut, dann lass uns mal die. Brauchst du bei mir brauchst du immer weiter gerade. Nö. Bei mir brauchst du jetzt gerade die ganze Zeit. Ich hab schon aufgehört. Okay, ich wechsle mal. Ja, das ist wie mit Blöcke färben. Dass du so ein bisschen brauch, okay. Ein bisschen verzögert, ja. Gut, dann lass uns mal hier den Boden wieder ersetzen. Ich würde sagen, die Boje können wir da. Die wird. Nee, die wird nicht im freien Raum schweben, oder? Ja, gut, du hast jetzt da was reingezogen. Man kann, warte mal kurz. Ja. Ich probier mal was. Haben wir ein Repair-Tool? Nee, haben wir nicht, oder? Nee, aber ich glaube, wenn ich einfach eine Reihe Blöcke unten drunter setze. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt repariert ist. Nee, oben nicht. Ist noch Wellen drin. Ich fräs mal das raus, was ich kaputt sehe, oder? Okay, von unten ist nämlich jetzt repariert. Wenn wir die Bo jetzt theoretisch wegmachen würden. Warte mal. Ich nehme mal den Boden raus. Nee, musst du nicht. Okay, warte, ich weiß nicht, wie ich es abbrechen soll. Escape drücken. Nee, ich habe ja Shift gehalten und rechte Maustaste. Ja, ja. Muss einfach trotzdem Escape. Escape? Ah ja, okay. Nee, aber für mich ist jetzt nichts repariert. Wenn man hier einfach nur einen Boden jetzt einzieht. Ja, und den wieder entfernt, oder was? Genau. Probier mal. Ja, hast recht. Hast recht. Nur wo die Boje saß, ist eine kleine Delle noch. Und ein einsamer Kiesel rollt hier entlang. Aber ich nehme mal kurz den. So. Ja, jetzt ist es wieder ganz. Also das ist ein guter Trick. Einfach eine Ebene draufsetzen. Genau. Muss man halt auch in beide Richtungen machen. Deswegen kann man auch eigentlich die Blöcke einfach wieder rausnehmen und ersetzen. Also die Wand hat man natürlich irgendwie. Oh, das geht so nicht. Escape, da brichst du dir die Finger. So. Nee, also mit diesem Linear oder sowas ist es wirklich besser. Ich mache jetzt gerade mal wieder zu, weil hier war ja ursprünglich zu.
Auch wenn wir genau, das ursprünglich hier unten muss ich noch entfernen. So. Hier müssen wir wieder diese Dreiecke einsetzen. Zwei war das. So, jetzt kommt der große Trick, ob der Minions auch was gelernt hat. ich sehe nämlich jetzt gerade nicht, doch jetzt sehe ich es. Genau, das ist falsch, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen, ich wollte es einfach nur ausprobieren, ob ihr das auch wisst da draußen. Fuck, jetzt bin ich. So, Moment, jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Warum habe ich gerade so ein Problem? Das Anordnen von den... Das Drehen, meinst du? Ja, genau. Ah ja, okay, alles klar. Ich habe meinen Fehler entdeckt. So, und einfach nur, ich muss kein... So, sehr schön. Ja doch, das geht. Also das mit der Liniensteuerung ist doch wirklich einfacher. Wir haben jetzt da ein schönes, großes Loch drin. Eigentlich müssten wir jetzt da irgendwie eine Wand rumziehen, gell? Dass das... Ach, guck mal, hier liegt noch dein genau. Bohrfahrzeug. Wir müssten jetzt noch eine Wand rumziehen, dass praktisch der in Richtung Planet... Also gut, wir können jetzt die Boje auch wegnehmen, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Das war ja nur zum Bohren. Genau, die war nur Markierung. Genau, dann machen wir hier... Wie dick machen wir das? Machen wir eine Röhre rein oder machen wir es noch ein bisschen breiter? Nee. Dieses Treppenmodul, also theoretisch würde ich sagen, wir machen das jetzt hier nur so drei breit und bauen überall einfach mal so Fenster zwischendrin an oder sowas. So, dass man praktisch einfach durchfliegen kann, so. Oder ja, man oder kann natürlich auch einen Treppengang machen, aber wir haben ja das Jetpack. Ich habe gerade überlegt, ob man es größer macht und dann, dass man auch mit einem kleineren Raumschiff hier so, weißt du, so landen kann. Also wenn man jetzt, ich stelle mir das halt so vor, Moment. Und zwar, ich schwebe, voll mit dem Schädel gegen die Decke. Weißt du, ich stelle mir das so vor, indem man hier mit einem kleinen Schiff reinkommt, also andockt in dem Sinne und dann senkrecht nach unten so, weißt du? Mhm. Dass man so in den Planeten dann rein. Da müssten wir die Station noch ein bisschen breiter machen, weil das Loch ist geringfügig größer als das, was wir gebaut haben. Ich würde das ganz gern zumachen. Ich würde mal die Station hier hinten verlängern. Okay. Wir haben auf der anderen Seite die Landeplattform und ich würde ganz gern die Station hier hinten raus noch ein bisschen verlängern. Oder? Boah. Sag mal, das mit den Trägheitsdämpfern, das ist ja echt schwierig. Ja, das ist immer noch etwas ungewohnt. Gut, dann würde ich jetzt mal die Wand hier rausreißen oder was wollen wir da dran setzen? Weil, weißt du, was ich meine? Die äußere Kante hier zu der äußeren Wand, die deckt ja nicht den Krater ab, oder? Doch, könnte, weil wir probieren mal was. Ich probiere mal was. Eins. Zack. Nein, nach unten muss er. Theoretisch müssen wir aber so auch ganz gut nach unten kommen. So, ich probiere mal gerade, ob ich hier nach unten komme. Wow. Okay, warte mal, ich kann das hier wieder... Okay, ich habe mich selber eingebaut. Doch, er deckt ab, oder? Ja. Er deckt ab. Uah. Ich hatte die Steuerung gar nicht so schwierig in Erinnerung. Das ist halt dieses Dreidimensionale. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich nicht weiß, wo die Tasten liegen, aber weißt du, dieses ja, Gefühl klar. Irgendwie. Ah ja, okay. Ich würde hier draußen noch eine zusätzliche Wand einziehen. Gerade mal. Also noch eine Schicht drauflegen und die innere dann wieder entfernen. Okay. Einfach nur, um das so ein bisschen... So. Also die Kante natürlich hier raus. Weißt du, dass das doch klotzig wirkt. Ich würde jetzt hier die Kante rausnehmen. Ich drehe mich mal kurz. Und die innere wolltest du wieder raus, die Wand, ne? Genau, die innere würde ich gerne rausnehmen. So, dann... Ach, nicht Shift. Das ist Blödsinn. So. Inwieweit? Komplett rausnehmen? Auch die Schräge oben und so? Ja, ne? Ja, ich würde einfach das andere Gebäude so, dass es verlängert ist. Hm? Ja, ich hab's rausgenommen. So. Und hier unten kann man wohl keine reinsetzen, wa? Das ist zu knapp. Irgendwie nicht ganz. Nee, geht nicht. Da bleibt eine Lücke. Also das lässt sich nicht vermeiden, dass da eine Lücke bleibt. Also. Oh Gott. Das Drehen manchmal hier, das ist ja schon seekrank. Ja, so kommt man sich manchmal vor. So. Ups. Das war um eins zu viel. Und dann die zwei.
Aber wolltest du sicher die Wand hier bis auf den Boden ziehen? Weil wir haben ja den Lagerraum, den hinteren, der ist ja theoretisch auf Stelzen und höher gelegen als der andere. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, wie soll ich das beschreiben? Ich wollte, dass der Einflug abgedeckt ist. Weißt du, was ich meine? Von dem Loch. Von dem Loch, genau. Ja, ich hätte das jetzt allerdings hier innen gemacht. Also von, absetzen. Ach so, du willst einfach nach innen. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Siehst du ja oben, was für ein Loch ich da gemacht habe. Ja, und dann so eine Röhre einfach rein in der Größe. Ja, du hast recht. Okay, nee, dann nee, ich lasse jetzt die Breite der Station einfach auf dieser Breite, aber ich nehme den unteren Teil weg. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Höhe treffe, aber das kriege ich, glaube ich, hin. Zack. Das war falsch. So, eins. Zack. Und dann nehme ich nämlich ab hier weg. Und wo hat die Wand angesetzt? Das müsste... Jetzt sehe ich natürlich nicht mehr... Hier ist der Übergang. Leider auch gerade warten, weil ich die Wand schon reingezogen habe, aber das Video dauert. Oh, fuck. Das Schöne ist ja, dass man keine Pickaxe oder sowas... ach, Quatsch. Da habe ich einen einzelnen Stein gesetzt. Dass man keine Pickaxe braucht, um den Kram abzubauen, sondern dass man eigentlich da recht... Oh, die Wand nach unten ab. Nicht senkrecht. Na. Die hat er jetzt schon gebaut. Die andere wollte eben nicht. So. So, wie weit ging denn die andere Wand? Ach so, die andere Station ging bis zum Boden, gell? Genau, ja. Okay, dann setze ich jetzt hier eine Schräge rein, dann nehme ich... Warum ist denn hier so ein Absatz drin da unten? Ups. Achso, geh doch mal ein bisschen. Hier ist so eine Kante, ist die absichtlich drin? Oder haben wir die gerade irgendwie... Welche meinst du denn? Nee, ich habe sie entfernt. Okay, nee, die war nicht absichtlich drin. Gut, dann ziehe ich hier noch eine Linie. Wieder bis nach vorne. So, dann ist das zu und dann mache ich hier wieder eine Schräge rein, einfach nur wegen der Optik. Ich bin schon wieder im Baufieber. Ist doch so, du fängst hier an, das ist so ähnlich wie bei Seven Days to Die und dann kommst du da an und denkst dir so, ah, warte, das noch und dann müssen wir da noch was rein. Na, jetzt sieht's besser aus. So aussehen und ja. Genau, und dann versuchst du da Ideen zu verwirklichen. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier auch ungefähr... so nachbaue, dass es passt. So, und dann muss hier eine Kante rein. Wie haben wir das denn hier realisiert? Wieso haben wir denn... Doch, hier haben wir abgeschrägt. Okay, dann... Wie haben wir das hier oben realisiert? Waren das nur Dreiecke, die Schräge oben? Die Schräge? Ja. War... Welche meinst du, die an der Ecke sozusagen? Genau. Die waren ein Mix aus den Dreiecken und Blöcken, gell? Und diesen abgeeckten Blöcken. Also nicht die ganz normalen Schrägen. Sondern die drei? Also dann, was ich auf der 3 habe, wie sieht man das? Die drückst diesen vierten Block. Warte, ich sehe jetzt... Ah ne, das ist was Stabiles, okay. Lass G den vierten Block. 1, 2, 3. Ah ja, alles klar. Den hatte ich noch nicht auf der... So, dann machen wir hier mal die 3. Wie sieht denn der aus? Ich kann das manchmal so schwer erkennen irgendwie. Nein. Nee. Ich hau nochmal ein Dreieck rein. Moment, das Dach müssen wir ja... Ich bin gerade echt irritiert, wie das gebaut war. Aber das liegt wahrscheinlich, weil ich es nicht gebaut habe, sondern du. Ja, ich komme gleich. Ah ja, jetzt habe ich's. Bin sofort fertig. So, jetzt haben wir zumindest das von außen. Jetzt muss ich die praktisch nur noch von innen setzen. Wie haben wir die Kante denn realisiert? Ach so, dann hat die... Der Block hat gefehlt. Dann kommt der rein, der rein. Und hier ist ein kleines Dreieck.
Dann muss ich mir das Dreieck hier draufsetzen. Entschuldigung, liebe Zuschauer da draußen, dass ich hier so mal wie Mantra das vor mich vorbete, aber das, ich finde es eine unheimliche Konzentration. So. Die man sie irgendwie haben muss. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich komme hoch. Ja, bitte. Hilfe! Ich krieg die, ich weiß nicht, wie die Kante. Das mal irgendwie raus. So. Den Eckblock bin ich mir gerade echt total unsicher. Nee, der kann. Wie sieht denn der Block aus, verdammte Axt? Ach, der ist vorne abgeschrägt. Aber gehört der in die Ecke rein? Oder war es der? Wer weiß es schon. Ach, jetzt setzt du diesen eckigen Block. Genau. Ah, und hier unten. Ah, ich bin wieder verzweifelt im Drehen. Ich glaube, du. Wieso kriegst du das so schnell hin? Das ist dein jugendliches Alter. Als ich noch 20 war, hätte ich das so umgehend gebaut. Verdammt, er ist schon fertig. Da brauche ich hier 10 Jahre für. Das ist wie. Es gab mal von. Kennst du noch den Zauberwürfel? Kennst du bestimmt. Diesen Rubik's Magic Cube. Rubik's oder? Cube, genau. Und davon gab es mal so ein Plattenteil. So aus so Platten war das zusammengebaut. So Platten, die man verwinden konnte, mit so Nylonfäden verbunden. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Quirks? Nee, Quirks war das nicht. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sowas gab es auch mal und daran erinnert mich das hier. Nee, sieht gut aus. Jetzt haben wir diese Röhre, die unten in den Planeten reingeht. Genau. Hast du gesehen? Bist du da irgendwie? Nee, aber ich komme jetzt rein. Das werden wir noch. Wir sind auch am Ende einer Folge. Alle draußen, buh, nein, mach länger und mehr. Und Trägerzämpfer sind am Arsch. Wir müssen mal in die Wartung hier. Das ist ja... Ja, irgendwas stimmt da nicht. Also ja, irgendwas ist da. Nicht mehr so richtig. Genau. Die Bremsbeläge. Guten Tag. Ja, sehr gut. Ja, hier müssen wir ein bisschen Fels wegbohren. Der ist so ein bisschen im Weg noch. Bei mir überhaupt nicht. Bei mir bist du sauber in die... Hier meine ich. Nee. Da fliege ich gegen Felsen. Kannst du da zwei Blöcke reinsetzen? Ja, Moment. Ist ja hervorragend. Das kann ich nämlich nicht. Ja, was ich alles kann. Ich kann zwar keine Schrägen ausbauen, aber ich kann Felsen. Ja, cool. Das ist doch cool. Mit der Aufnahme in der Röhre werden wir uns hier die Aufnahme erstmal für diese Folge beenden und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn wir uns versuchen, automatisch durch die Drehung zu übergeben. Ja, ein guter Anfang ist gemacht. Der Fels ist durchbohrt bzw. gesprengt. Hier sind überall noch Brocken übrigens, die hier für mich rumfliegen. Die schweben. Jetzt müssen wir gerade schon wieder durch Felsen hindurch verschwunden. Okay. Vielleicht machen wir gleich mal einen Relog. Ich werde die Welt mal speichern und dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst uns einen Daumen hoch da. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr noch so davon haltet. Es wird immer gefragt, bauen wir Raumschiffe? Wir bauen alles. Also im Moment ist nicht geplant, irgendwann zu stoppen, weil uns macht es Spaß und euch scheint es ja auch Spaß zu machen. Das freut uns natürlich. Dann bis zum nächsten Teil von Space Engineers. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.